Gut. Gut, dann herzlich willkommen zur letzten Numerik 1 Vorlesung für dieses Wintersemester. Ja, ich hatte beim letzten Mal ja die Singulärwertzerlegung noch angesprochen und wollte jetzt zum Schluss noch ein sehr schönes Kapitel ansprechen, nämlich eine sehr schöne Anwendung für Eigenwerte und Singulärwerte. Ja, da seht ihr als Informatiker auch mal, wofür man diesen ganzen Quatsch braucht. Ja, diese Hauptanwendung oder eine der Hauptanwendungen für Eigenwerte und Singulärwerte ist die sogenannte Hauptkomponentenanalyse. Auf Englisch heißt das Principal Component Analysis und dementsprechend wird auch diese Abkürzung PCA benutzt. Ja? Und ja, besonders findet die PCA-Anwendung in der Bildverarbeitung und auch in der Datenkompression oder ja, beides gleichzeitig sogar. Auch bei der Bildverarbeitung spielt eine Datenkompression ja auch eine große Rolle, ne? Weil ihr wisst ja, ein Bild ist natürlich ja, nichts anderes als ein Pixelvektor, der natürlich irgendwie abzuspeichern ist, ne? Das ist ein hochdimensionaler Pixelvektor und natürlich auch da möchte man möglichst Speicheraufwand sparen. Okay, kommen wir erstmal zum Verfahren selbst. Was macht dieses Verfahren? Es sucht sogenannte Hauptachsen, deswegen oder ja, Hauptkomponenten. Deswegen heißt das Verfahren so. Also es macht eine Transformation. Ne? Es macht eine Transformation von einem euklidischen Koordinatensystem in ein anderes Koordinatensystem mit orthonormalen Basisvektoren. Also kurz gesagt, es macht einfach nur einen Basiswechsel, eine Basistransformation. Ja? So, und es macht das so, dass ich also die Hauptachsen, also die Basisvektoren des neuen Koordinatensystems, die werden so gefunden, ja, dass die Datenpunkte in Richtung einiger bestimmter Hauptachsen die größte Varianz haben. Ja, ich habe das jetzt hier mal für zwei Hauptachsen im R2 hingemalt. Und das hier sind die Datenpunkte und ihr seht, in Richtung dieser Achse haben die Datenpunkte die größte Varianz. Ja, und in Richtung dieser Achse halt die kleinste Varianz. Ja, und die Varianz in dieser Richtung ist natürlich im Gegensatz zu dieser Richtung vernachlässigbar gering. Ja, das heißt, man kann die Varianzen in dieser Richtung vernachlässigen. Ja? So, wie immer braucht man erstmal einige Bezeichnungen. Wir betrachten jetzt eine Datenmatrix X aus Rn Kreuz N. Ja, das kann zum Beispiel eine Bildermatrix sein. Ne, die Zeilen stehen für die Bilder, also wir haben M Bilder. Und in jeder Zeile haben wir einen Bildvektor der Länge n, also einen Vektor aus dem R hoch n, der dann irgendwie für ja, irgendwelche Pixel steht, Graustufen oder Farbkombinationen oder was auch immer. Ja? So, m ist natürlich größer gleich n, sollte viel größer als n sein. Ja? Und die Zeilen sind allgemein die einzelnen Datenpunkte oder im Bereich maschinelles Lernen wird es auch die Trainingsmenge genannt. Ne? Ja, und Ziel ist es, erstmal die Dimension zu reduzieren. Also wir wollen eine Datenkompression vornehmen, gemäß dem Bild, was ich euch eben gezeigt habe. Ja? So, jetzt brauchen wir ein paar Definitionen aus der Statistik. Einmal den Mittelwert der Daten, das ist einfach der Durchschnitt. 1 durch m mal Summe i gleich 1 bis m über xi. Xi sind die Zeilenvektoren der Matrix, die nennen wir μ, ne? Der Mittelwert oder auch Hauptwert der Daten. Ja? So, das ist ein μ und dieses μ steht für die Varianz, ja, das ist die mittlere quadratische Abweichung vom Mittelwert, wobei hier durch m-1 dividiert wird. Ich habe das vergessen, warum das so war. Peter, du machst auch Statistik, weißt du das noch vielleicht?
Das hat einen Grund, aber ich weiß ja, nicht. Ja, da steht M, wenn man sozusagen von der, sozusagen von, man kennt die wirkliche Verteilung ja nicht. Mhm. Deshalb ist sozusagen das Mü im Prinzip ja jetzt auch nur geschätzt. Ja. Nicht? Wenn man doch sozusagen also den empirischen Mittelwert nimmt, dann ist das ja praktisch nur eine Schätzung. Für den und wenn das selbst nur eine Schätzung ist, dann, das kann man dann sozusagen berechnen, dann muss man doch 1 durch m minus 1 nehmen. Hm. Nicht? Wenn man sozusagen den wirklichen Mittelwert hätte, ja, dann wäre das 1 durch m. Ah, okay, alles klar, das war der Grund. Ja, super, danke. Ne? Also es ist kein Tippfehler, sondern es hat einen Grund, den Peter euch gerade genannt hat. Ja, und dann betrachten wir auch Kovarianzen. Ja, Kovarianzen geben halt an, wie die Daten halt miteinander korrelieren, also miteinander zusammenhängen. Und diese Kovarianzen, die kann man in einer Matrix speichern. Die nenne ich hier Groß Sigma, ist auch 1 durch m minus 1, ne, weil hier auch wieder die Abweichung vom Mittelwert betrachtet werden. Ja, und das ist die Summe von xi minus μ, weil xi minus μ transponiert. Ja? Genau, und dann bekommt man dann als Eintrag von so einer Kovarianzmatrix, die einzelnen Kovarianzen der Datenpunkte. Ja. Okay. Ja, diese Kovarianzmatrix hat die folgenden Eigenschaften. Das erste hatte ich ja schon gesagt, die Komponente Sigma i j ist gleich der Kovarianz der Datenpunkte xi und xj. Also wie die, ein Maß dafür, wie die zusammenhängen. So, auf der Diagonalen Sigma i stehen natürlich dann die Varianzen der Datenpunkte. Ne? Da haben wir dann xi minus μ zum Quadrat, ne? Das ist die Varianz. Diese Matrix ist symmetrisch, klar. Das ist bei jeder Matrix der Form xx transponiert so, ne? Dass die symmetrisch ist. Das heißt, die Eigenvektoren bilden eine Orthonormalbasis. Und das ist halt jetzt sehr wichtig für unsere Anwendung. Ja, diese Orthonormalbasis, bestehend aus den Eigenvektoren dieser Kovarianzmatrix, die bilden jetzt unser Hauptachsensystem, was wir in der PCA suchen. Ja? So, und wie können wir jetzt ja, Varianzen vernachlässigen? Ich sage jetzt mal OBDA, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, sei Lambda 1 der größte Eigenwert oder betraglich größte Eigenwert von Sigma. Und V1 der zugehörige Eigenvektor. Ja? So, und dann hat die Datenmenge in Richtung des Eigenvektors V1 die größte Varianz. Ja? Und dementsprechend, ja, wenn ich die Eigenwerte der Größe anordnen würde, sagen wir mal, dann hätte Lambda n wäre betraglich der kleinste Eigenwert. Ja? Und dann könnte ich jetzt hingehen und ja, die Varianz in Richtung des Eigenvektors Vn vernachlässigen, ne? Zum Beispiel. Ne? Wie man das entscheidet, ist natürlich auch immer irgendwie benutzerabhängig. Ne? Da stellt sich wieder die Frage, die halt oft in der Numerik gestellt wird, was ist klein und was ist groß? Ne? Natürlich muss man hier auch wieder Größenordnungen unterscheiden. Ne? Ne? Nur dann, danach kann man es vergleichen und man sollte natürlich auch möglichst seine Daten normalisieren vorher. Ne? Obwohl diese PCA ja sowieso schon eine Normalisierung vornimmt, ne, durch diese Abweichung vom Mittelwert. Ne, das ist ja eine der bekannten Normalisierungen. Okay. Ja, was mache ich? Ich projiziere oder transformiere meine Ursprungsdatenmenge in diesen Raum, der von den Hauptachsen aufgespannt wird. Ja? Und das geht ganz einfach, das ist einfach nur durch eine, das geht durch eine affin-lineare Transformation. Ja, wenn A diejenige Matrix ist, deren Zeilen die orthonormalen Eigenvektoren von Sigma enthält, ja, dann enthält A transponiert ja als Spalten die Eigenvektoren. Ne? Ja, dann kann ich die Transformation folgendermaßen darstellen. Ja, ich bilde erst x minus μ. Ja, da sage ich gleich was zu, warum das so ist.
und multipliziere den Vektor dann von links mit A transponiert. Wie gesagt, in A transponiert stehen als Spalten die Eigenvektoren der Kovarianzmatrix. Naja, also bilde ich ab in den Raum, der von diesen Eigenvektoren aufgespannt wird. Ne? Ja, das heißt, Y landet dann in diesem, ist eine Linearkombination des Hauptachsensystems. Ja? So, und das Schöne ist, ich kann auch wieder rücktransformieren. Ich kann diese Gleichung ohne weiteres nach x auflösen, ohne die Inverse von A bestimmen zu müssen, denn wir haben ja gesagt, dadurch, dass Sigma symmetrisch ist, haben wir eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren. Ja? Und das bedeutet, die Matrix ist orthogonal. Ne? Ja? Die Matrix, die aus Eigenvektoren besteht, ist orthogonal. Das heißt, die Inverse ist gleich der Transponierung. Ja? Das heißt, wir können ohne aufwendige Inversenberechnung einfach hier rücktransformieren mit der Hilfe der Formel x gleich a mal y plus mu. Ja? Okay. Ja, wie gesagt, die Eigenvektoren heißen Hauptkomponenten oder auch Hauptachsen, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Ja, warum betrachtet man jetzt hier x minus mu anstatt x? Ja, wie gesagt, Stichwort Normalisierung. So bekomme ich dann halt eine Datenmenge, deren Hauptwert, also deren Mittelwert gleich 0 ist. Ne? Also gleich dem Nullvektor. Ne? Ja. Okay. Ja, wie funktioniert denn jetzt tatsächlich eine Dimensionsreduktion, eine Datenkompression mit PCA? Ja, ja, ich gehe jetzt mal hin und bestimme die Eigenwerte und die Eigenvektoren dieser Kovarianzmatrix. Ne? Ja, und angenommen, ich bekomme einen Eigenwert raus, der etwa gleich 0 ist. Was heißt etwa? Ne? Ja, sagen wir mal, um Größenordnung kleiner ist als die anderen oder so. Ja, ja, dann hat die Datenmenge in Richtung der J-Hauptachse eine sehr, sehr geringe Varianz, die ich dann, je nachdem, vernachlässigen kann. Ja? So, dann projiziere ich oder transformiere ich in denjenigen Raum, der von den R verbleibenden Eigenvektoren aufgespannt wird. Ich kann ja auch mehrere Hauptachsen vernachlässigen. Ne? Und dann bleiben mir R Eigenvektoren übrig. Ja? R steht halt für reduziert. Ne? Deswegen bekomme ich ein reduziertes Hauptachsensystem. Ja, und das möchte ich ja gerade bei der Bildverarbeitung, wo ich riesengroße Datenmenge habe, möchte ich mich ja möglichst in einem geringdimensionalen Raum bewegen. Ne? Ja, und das realisiere ich halt, ja, indem ich eine reduzierte Matrix AR nehme für die Transformation, deren Zeilen halt aus den R-Eigenvektoren mit der größten Varianz bestehen. Ja? So, diese Matrix ist natürlich dann nicht mehr quadratisch, die ist rechteckig. Ne? So, passt das? AR transformiert hat als Spalten die R-Eigenvektoren. Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Die Spalten. Die Spalten sind die R-Eigenvektoren. Dann hat die Matrix AR transponiert ja nur R-Spalten. Dann müsste X. Aus dem R hoch R sein. Ne? Das kann tatsächlich sein, dass man die mit Nullen auffüllt. Ich glaube, die Gleichung stimmt auf jeden Fall. Okay, ich gucke da nochmal nach, ob es wirklich stimmt. Falls ein Fehler ist, sage ich euch Bescheid. Aber ich glaube nicht. Gut. Ja. Okay. Ja.
Gut, zu dem Satz kommen wir jetzt ganz zum Schluss. Den werde ich gleich an der Tafel noch beweisen. Ja, alternativ kann man auch die Singulärwerte nehmen. Ja? Dann braucht man die Kovarianzmatrix gar nicht zu berechnen. Man kann sich quasi diesen Schritt ersparen. Entschuldigung, man nimmt sich da. Hier ist ein Fehler. Ja. Hier ist definitiv ein Fehler. Man nimmt nicht die Singulärwerte von Sigma, man nimmt die Singulärwerte von X, ja, von der Ursprungsmatrix. Das heißt, man spart sich den Schritt mit der Berechnung der Kovarianzmatrix, ja, und berechnet halt eine Singulärwertzerlegung von der rechteckigen M kreuz N Matrix, ja, X von der Ursprungsmatrix. Ja, und dann kann man anhand der Singulärwerte entscheiden, welche Hauptachsen man vernachlässigen möchte. Ja, und in der Matrix V, ne, stehen dann in der Singulärwertzerlegung, ne, das war die rechte Matrix, ne, da stehen dann die Eigenvektoren, ja, unseres Hauptachsensystems. Ja, so geht es dann auch. Ne. Ja, also man kann es mit einer Eigenwertzerlegung der Kovarianzmatrix machen, man kann es aber auch mit einer Singulärwertzerlegung der Ursprungsmatrix machen. Okay. Ja. Natürlich muss man beweisen, dass das tatsächlich funktioniert. Und das sagt der Satz 6.4. Ja? Also PCA tut es quasi. Es können tatsächlich diejenigen Komponenten vernachlässigt werden, deren zugehörige Eigenwerte gleich oder nahezu null sind. Ne? Ja, das habe ich einfach unverschämterweise behauptet, dass ich das anhand der Eigenwerte entscheiden kann. Ne? Aber das muss natürlich bewiesen werden. Ne? Ja, und den Beweis, der letzte Beweis an der Tafel, den mache ich jetzt noch. Ja, also Beweis vom Satz 6.4. Ist auch nicht mehr gut, ob ich noch einen besseren Stift finde. Ja, der ist besser. So, ich betrachte R kleiner als M, ja? Eine niedrigere Dimension, ich will ja die Daten reduzieren. Ja, der Stift ist auch kleiner. Ja, das Ende des Semesters sind alle Stifte leer. Der sieht gut aus. Aber das heißt nichts. So, und ich betrachte eine Orthonormalbasis, einfach das R auch N, ist mal eine beliebige. Dann weiß ich, dass ich ja jeden Vektor eindeutig als Linearkombination aus dieser Orthonormalbasis darstellen kann. Die nenne ich U, also und. U bestehend aus den Vektoren UI, also die Menge von Vektoren UI, für I gleich 1 bis N, eine Orthonormalbasis ONB, kürze ich das ab, ne? Ich glaube, die habe ich noch schon ein paar Mal benutzt, beim letzten Mal auch, eine Orthonormalbasis des R hoch N. Ja. Ja, dann kann ich jedes X aus R auch N als Linearkombination darstellen. Ja, also für alle X aus dem R hoch N gibt es ja sogar eindeutige, ist egal,
schätze, ich schreibe jetzt einfach mal Koeffizienten ZI für I gleich 1 bis N, ist aussagenlogisch, ist nicht so sauber, aber ist egal. So dass X gleich die Summe von I gleich 1 bis N ZI UI ist. Ne? Also ZI sind die Koeffizienten und UI sind die Vektoren aus unserer ONB. Ja. U ist eine Orthonormalbasis, ja, dann kann ich die Koeffizienten mit Hilfe des Skalarproduktes direkt angeben. Ja, also für alle i gleich 1 bis n gilt, ja, ZI ist das Skalarprodukt aus UI und X. Ja? So, warum war das so? Das hatte ich mal, als wir über Spiegelung, Haushalterspiegelung gesprochen haben, hatte ich das mal hergeleitet. Ja, das ist einfach ein einfaches Resultat aus der linearen Algebra. Ich mache nochmal ein Bildchen dazu. Ja, es geht um die Projektion. Ja? Und diese Skalarprodukte, die tauchen auch in dem Gram-Schmidt-Verfahren auf, was ich öfters angesprochen habe. Das Gram-Schmidt-Verfahren realisiert ja aus einer beliebigen Basis eine Orthonormalbasis und benutzt dann auch diese Skalarprodukte, indem es orthogonale Projektionen verwendet. Ja, also angenommen, wir haben hier unser euklidisches Koordinatensystem. Dann haben wir hier irgendeinen Vektor v, ja, der spannt eine Gerade auf. Ja. Ja, und ich habe hier irgendwo einen Vektor x, ja, und wenn ich den auf die Gerade projiziere, ja, dann bekomme ich hier, ja, ein Vielfaches von v, ne? Ja, und dieses Vielfache, also der Faktor, der davor steht, ist genau das Skalarprodukt von v und x, ja. Das hatte ich hergeleitet im Zusammenhang mit den Spiegelungen. Ne? Ich hoffe, ihr erinnert euch. Ja? Ja. Gut, und wenn ich jetzt einen Vektor aus den orthonormalen Basisvektoren darstellen will, ne, dann brauche ich ja immer ein Vielfaches von dem Basisvektor. Ja gut, da bin ich ja schon hier, ne? Da bin ich ja schon auf der Geraden, ne? Und eine Projektion eines Punktes, der schon auf der Geraden liegt, auf die Gerade, ja, da ändert sich nichts, ne? Aber trotzdem bleibt dieser Faktor erhalten, ne? Also auf jeden Fall immer dieser Faktor. So, das merken wir uns. Deswegen nenne ich das mal Stern. So, und jetzt brauche ich noch ein paar Bezeichnungen, sein, ja, die Eigenwerte, die wieder der Größe nachgeordnet sind, Lambda 1 größer gleich Lambda 2 größer gleich und so weiter bis Lambda m, ja, die Eigenwerte der Kovarianzmatrix, ja. Die Kovarianzmatrix ist eine M-Kreuz-M-Matrix. Schreib's noch mal hin. Das war ja diese Summe über die XIs minus μ mal sich selbst transponiert. Die XIs waren ja aus R auch M. Also ist diese Matrix XI minus μ mal XI minus μ transponiert eine M-Kreuz-M-Matrix. Ja, da sieht man auch schon den Rechenaufwand. Wir haben ja gesagt, M ist deutlich größer als M. Und ja, das heißt, diese Kovarianzmatrix, die wird riesig. Ne? Und davon die Eigenwerte zu bestimmen mit einem QR-Verfahren, ich brauche ja alle, ne? Ja, ist in der Praxis sehr, sehr rechenaufwendig. Ja? Ich hatte das tatsächlich mal im letzten Sommersemester in einem Wahlpflichtfach im Bachelor,
Das hieß numerische Verfahren 1, also quasi Numerik in der Praxis, praktische Numerik. Ne? Und da habe ich halt die Studenten Projekte machen lassen. Und ja, da sollten sie halt was programmieren und was rauskriegen, das alles schön visualisieren. Ja, und einer hat PCA gemacht. Ich hatte einmal PCA mit Eigenwertzerlegung und einmal mit Singulärwertzerlegung. Ja, und einer hat sich tatsächlich für PCA mit Eigenwertzerlegung entschieden. Ja, er arbeitete Gott sei Dank in einer IT-Firma noch nebenbei und konnte sich dadurch einen eigenen kleinen Rechencluster leisten. Ja. Das war auch nötig dafür, da hatte ich auch gar nicht drüber nachgedacht, weil die Kovarianzmasse wurde so riesig, ja, dass im normalen Desktop-Rechner es unmöglich ist, davon die Eigenwerte zu berechnen. Ja. Okay, das heißt, in der Praxis würde man sich tatsächlich doch für die Singulärwert der Ursprungsmatrix dann entscheiden. Ne, und dann kann man das Ganze ja auf ein N-Kreuz-N-System ja, direkt reduzieren. Ne. Und das ist natürlich dann wesentlich einfacher und weniger komplex zu berechnen als mit der Kovarianzmatrix. Ne? Gut, aber für die Theorie brauchen wir die Kovarianzmatrix, um zu zeigen, dass wir die auch wirklich benutzen dürfen. Ja, dass wir halt dieses Kriterium, den Eigenwert, noch benutzen dürfen. So, ja, angenommen, ich nehme jetzt irgendein Lambda J, was ungefähr 0 ist, ja? Oder ein Singulärwert der Ursprungsmatrix, der ungefähr 0 ist, ja? Dann hat die Datenmenge ja in Richtung der J-Hauptachse dann eine vernachlässigbar geringe Varianz, ne? Weil das Sigma ist ja die Kovarianzmatrix, ne? Ja, und dann projiziere ich jetzt in den Raum, der von den R verbleibenden Eigenvektoren aufgespannt wird. Ne? Also ich vernachlässige ein paar Lambdas und dann bleiben R Lambdas übrig. Dementsprechend auch R Eigenvektoren. Ja? Also ich schreibe es einfach mal so, um Schreibarbeit zu sparen. Projektion nur. Ja, mein Y, mein neuer Vektor im Hauptachsensystem, ist jetzt die reduzierte Matrix AR transponiert mal X minus Y. Ja? Ja. So wie es auf den Folien steht. Ne? Ich schreibe jetzt mal hier Sie-Folien. Ich will jetzt das nicht alles nochmal hinschreiben. Ne? Ja, also das wollte ich mir sparen. Das hinzuschreiben, dass ich ein paar Lambdas raushole und die restlichen sind R und dann projiziere ich in den niedriger dimensionalen Raum. Ja? Ich habe dann natürlich auch nur noch R Eigenvektor. So. Gut. Das zu den Definitionen. Ja, ich wollte aber beweisen, dass das halt geht. Ne? Ja. So, ich habe ja meine ONW aus Eigenvektoren. Ne, noch nicht. Eine beliebige ONW. So, und ich betrachte jetzt mal eine X-Schlange. Ja, ich habe jetzt das R, das habe ich jetzt definiert. Und ich betrachte jetzt erstmal nur eine Linearkombination der Länge R, ja, aus den UIs mit Koeffizienten ZIs. Ja, und dann addiere ich eine konstante Linearkombination mit den verbleibenden M-R Basisvektoren UI. Ja. Das heißt, ja, gut, das haben wir uns jetzt alles gemerkt, die Definition hoffentlich. Dann nehme ich mal. Hm.
So, X-Schlange definiere ich jetzt als eine Linearkombination erstmal der Länge R. Ja, der UIs mit Koeffizienten ZIs, so wie gehabt. Und die restlichen Summanden, also für I gleich R plus 1 bis M, verwende ich konstante Koeffizienten, die nenne ich mal B. Ja. Also für alle I gleich R plus 1 bis M sind die BI ist konstant. Also konstant für alle X. Ja, die ZIs, die stammten ja aus der Linearkombination des Vektors X. Ne? Ja. So, die einzigen Variablen, die ich jetzt hier noch habe, in der Linearkombination sind die ZIs. Ne? B ist ein Konstant. So, und die bestimme ich jetzt so. Ja, bestimme die Koeffizienten ZI so, dass. So, jetzt betrachte ich ein Fehlermaß, welches ich minimieren möchte. So, und das nenne ich ER. Ja. Weil das ist ja irgendwie abhängig von dem R. Ne? Das R teilt ja die Linearkombination. So, und da kommt jetzt das X-Schlange vor und das X. Ne? So, wie üblich ein halb, weil ich gleich differenzieren werde, damit sie die 2 wegkürzt. So, ein Fehlermaß, da brauche ich natürlich eine Norm. Und ja, ich summiere über die Trainingsmenge von k gleich 1 bis m über die Distanz zwischen x und x-Schlange, ja? Also bezogen auf die Trainingsmenge. Ne? Ja, also jeden Vektor der Trainingsmenge nenne ich xk, ja? Und den stelle ich als Linearkombination dar. Ja, und wenn ich die Linearkombination von xk habe, habe ich auch xk Schlange, denn die BIs, ja, mit konstanten BIs, ne? Ja. Okay, ich nehme die euklidische Norm, ja, dann bekomme ich eine Wurzel, ist nicht so schön, das heißt, ich nehme das Quadrat, ja, und wenn ich differenziere, kürze ich dann die 2 mit dem 1/2 weg, deswegen steht hier das 1/2, ja? Ich muss da differenzieren gleich, weil ich dieses Fehlermaß ja minimieren möchte. Ja? Ja, warum möchte ich das minimieren? Ja, das ist was Positives. Ne? Das heißt, der minimale Wert, der von ER angenommen werden kann, ist 0. Ne? Und wenn das Ganze hier in Richtung 0 geht, also ungefähr 0 ist, naja, dann muss auch das hier ungefähr 0 sein. Ne? Ja. Also diese konstante Termsumme BI, UI muss auch ungefähr 0 sein. Naja, aber dann habe ich meine Dimensionsreduktion realisiert, weil dann, wenn dieser konstante Term ungefähr 0 ist, ja, dann habe ich nur noch die Linearkombination der Länge R über die UIs, ne? Mit Koeffizienten ZIs. Ja, also. Die Idee dahinter, ich schreibe es mal ganz lapidar auf, ist ER ungefähr 0. Dann ist, ja gut, ich kann jetzt nicht schreiben, dass, also ein Vektor, dann ist dieser Vektor ungefähr dem Nullvektor. Ich nehme die Norm, ja. Dann ist die Norm gleich R plus 1 plus M über BI, UI ungefähr 0. Ja. Ja, und das ist ja quasi die Varianz, ne? Die beschreibt ja
diese Linearkombination, die geht ja in Richtung der anderen verbleibenden m-r Hauptachsen. Ja? Und die ist in der Norm ungefähr 0. Ja, das heißt, die Varianz in Richtung dieser Hauptachsen kann vernachlässigt werden. Ne? Das heißt, die Varianz in Richtung der verbleibenden das sind ja dann m minus r, Hauptachsen kann vernachlässigt werden. Na okay, Hauptachsen habe ich noch nicht. Vorsicht. Ich brauche jetzt hier ein bisschen Vorsicht mit der Begrifflichkeit. Ja, Basisvektoren, und wir machen einfach nur Basisvektoren. Wir haben ja erstmal nur die UIs. Ne? Kann vernachlässigt werden. Ja? So. So. Jetzt werde ich mit Methoden der Analysis diese Fehlerfunktion da minimieren und zeigen, dass das, was hier steht, quasi äquivalent dazu ist, dass die Eigenwerte auch ungefähr 0 sind. Ja? Ja? Betraglich minimal werden. Ne? Also ich muss das Ganze jetzt auf die Eigenwerte der Kovarianzmatrix zurückführen. So. So, es gilt. Was gilt denn erstmal? Naja, ich muss ja erstmal das ER so aufschreiben, dass ich es auch schön differenzieren kann. So, was ist denn xk minus xk Schlange? Ja, der erste Teil ist gleich, ne? Der fällt weg bei der Differenz. Bleibt also nur der rechte Teil übrig. Die Summe von i gleich r plus 1 bis m. Ja. So, und xk hat ja die Koeffizienten zi. Ne? Ich schreibe das k mal nach oben. Ja, zik, damit man weiß, dass sich das auf den Vektor xk bezieht. Naja, und das xk Schlange hat ja nur die konstanten Koeffizienten bi. Ja, und das Ganze mal ui. Ne? Ja. So, damit ist R, ja, dann kann ich R schreiben als 1/2, Summe k gleich 1 bis m, ja, und die Norm davon zum Quadrat, ja, das ist das Skalarprodukt von diesem Vektor mit sich selbst, ne? Ja, das ist... ja, es ist quasi eine Doppelsumme, die jetzt hier reinkommt, aber diese Doppelsumme enthält die Skalarprodukte von ui, uj. Ja? Und für i ungleich j sind die 0, diese Skalarprodukte. Und für i gleich j sind sie 1. Ne? Das Skalarprodukt von ui, ui ist gleich 1. Ja? Also ich verwende hier, dass die uis eine Orthonormalbasis bilden. Ja? Das heißt, ich habe nur noch die einfache Summe über i gleich r plus 1 bis m. Ja gut, das mit sich selbst ist zi k minus bi zum Quadrat. Ne? Ja, und eigentlich stünde hier noch das Skalarprodukt von ui mit sich selbst, das ist aber 1. Hm? Ja.
ich denke, das kann ich doch schön jetzt differenzieren. Ne? Ja, ich will ja die Koeffizienten ZI und ZIK so wählen, dass das minimal wird. Ja, das differenziere ich jetzt nach ZIK. Lass die letzte Zeile mal stehen. Ja, was haben wir hier? Also, Del ER nach Del ZIK. Ja, hatte ich ja eben schon gesagt. Die 2 kürze ich mit der 1,5 weg. Und ich habe da stehen die Summe von K gleich 1 bis M. Oder die Summe I gleich R plus 1 bis M, ja, über ZIK minus BI, ja? Innere Ableitung ist 1. So, das kann ich auseinanderziehen. Das ist erstmal die Doppelsumme über die ZIKs. So, und dann die Doppelsumme über die BIs. Naja, die BIs haben auch nichts mit K zu tun. Ja? Das heißt, das ist einfach M mal die innere Summe. Die BIs. Ja. So, und das setze ich 0. Ne? Erste Ableitung muss ich ja 0 setzen. Um ER zu minimieren. Naja, wenn jetzt BI gleich 1 durch M mal die Summe über die ZIKs ist, dann ist das erfüllt. Ja? Ja, also das ist genau dann der Fall, wenn die BIs gleich 1 durch m mal die Summe von k gleich 1 bis m über ZIK ist, ja? Ne? Setz mal ein. Kürze ich das m hier weg. Hast du vergessen? Nö. Ja genau, Summe I gleich R plus 1 bis M, dann habe ich hier noch die Summe über K gleich 1 bis M stehen, das M kürzt sich weg und dann habe ich genau dasselbe, hier stehen nur die Summen sind verdreht. Ne? Ja, das passt. So, und jetzt erinnern wir uns an Stern, ja, was waren unsere ZIKs? Das waren ja Skalarprodukte aus den UIs und den XKs. Ne? Ja? So, und die Summe ziehe ich in das Skalarprodukt rein. Links steht UI und rechts steht die Summe über die XKs. Ja? So, und die, genau, das sind ja die Vektoren unserer Trainingsmenge. Ne? Okay. So, und das Ganze gilt für I gleich R plus 1 bis M. So.
M ist konstant, die UI sind konstant und die Trainingsmenge ist auch konstant. Ja, die sind ja wie gesagt konstant, das wollten wir ja auch. Ne? Die BIs sind konstant. So. Jetzt haben wir unser Minimierungsproblem gelöst. Jetzt müssen wir nur noch einsetzen. Ne? Was kommt denn jetzt für ER raus? Ne? Was ist denn der Minimalwert für ER? So. ER war 1/2 mal die Summe von K gleich 1 plus M. Das ist viel Schreibarbeit, dieser Beweis. Viel Summengedöns. Summe I gleich K plus 1 bis M. So. Da stand ZIK minus den BIs und für die BIs setze ich jetzt die Lösung ein. So, ja, das 1 durch M ziehe ich auch noch in das Skalarprodukt rein. Und was habe ich dann da stehen? Nimm mal den Durchschnitt über die Daten, das war das μ. Ne? So, ja, so habe ich da stehen, das Skalarprodukt UI, μ. Und das Ganze jetzt zum Quadrat. So, die ZIKs waren ja wieder die Skalarprodukte aus den UIs und den XKs. Ne? Das setze ich jetzt auch wieder ein. Wieder Stern quasi verwende ich jetzt. Das ist 1/2 mal die Summe von K gleich 1 bis M. Summe I gleich R plus 1 bis M über das Skalarprodukt von UI, XK minus das Skalarprodukt UI, μ und das Ganze zum Quadrat. Ja? So, das kann ich ein bisschen zusammenfassen. Ja, wir wissen ja, das Skalarprodukt ist eine positiv definierte symmetrische, nicht entartete Bilinearform. Ja, da gelten quasi Distributivgesetze. Mit K gleich 1 bis M. Summe I gleich R plus 1 bis M. Ich wisch den unteren Teil gleich weg. Mal das Skalarprodukt von UI, XK minus μ. Und das Ganze zum Quadrat. Ja? So. So, ich hoffe, den Rest der Rechnung bekomme ich hier hin. Eine Nebenrechnung. So, aus Blattspargründen mache ich die hier links. Peter, könntest du vielleicht gerade kurz mal rüberschwenken? Ja, danke dir. Also, Nebenrechnung. Ja, A, B sollen jetzt irgendwelche Vektoren sein. Das ist einfach jetzt nur ein bisschen lineare Algebra-Rechnerei. Ja, da steht ja sowas wie das Skalarprodukt von A, B zum Quadrat, ja, das ist ja nichts anderes, ja, als das Skalarprodukt AB mal sich selbst, ne? Ja. So, das kann ich auch schreiben als A transponiert B, wo ist die Tafel ein bisschen schwach, ich hoffe, man kann es lesen, mal A transponiert B, ja. So, und das kann ich schreiben als, ja, Skalarprodukt ist symmetrisch, A transponiert B ist dasselbe wie B transponiert A. Ja, und das fasse ich jetzt folgendermaßen zusammen. Also ich klammere A transponiert B, B transponiert A. Ja, also ist das Skalarprodukt von A, B, B transponiert mal A.
Ja? Das ist eine Matrix, ne? Wie transponiert. Ja, warum mache ich das? Naja, ich will ja unsere Kovarianzmatrix endlich mal ins Spiel bringen. Ne? Die ist ja noch gar nicht im Beweis aufgetaucht. Ja, und das mache ich jetzt. Ne? Also verwende jetzt das Resultat. Ne? Das merken wir uns. Das ist der erste Vektor, das war UI. Und der zweite Vektor mal sich selbst transponiert und hier steht wieder UI. Ja? Dann gehen wir zurück auf die Rechnung. So, also ist das gleich 1/2 mal ja, die Summe von k gleich 1 bis m mal die Summe i gleich r plus 1 bis m über Skalarprodukt ui und ja, xk minus μ, ne, das war der zweite Vektor, mal sich selbst transponiert war das, ne? Und dahinter stand noch der erste Vektor, das war ui, ja? So. So, und jetzt ziehe ich noch die Summe von k gleich 1 bis m in das Skalarprodukt rein und dann habe ich da meine Kovarianzmatrix stehen, ja? Also das ist gleich 1/2 mal die Summe von k gleich 1 bis m über die Summe von i gleich, nee, eben nicht, die wollte ich da reinziehen. Summe i gleich r plus 1 bis m. So, das Skalarprodukt ui und jetzt kommt hier die Summe. Die Summe von k gleich 1 bis m mal xk minus μ mal xk minus μ transponiert mal ui. Ja? So, Skalarprodukt zu. Das ist aber unsere Kovarianzmatrix, Sigma. Ne? Ja, das ist 1/2 mal Summe i gleich r plus 1 bis m. Skalarprodukt ui, Sigma, das ist jetzt keine Summe, das ist jetzt das Sigma, ui. Ja? Ja, und ja, jetzt habe ich meine Äquivalenz. Ne? Jetzt wähle ich einfach als Orthonormalbasis die orthonormalen Eigenvektoren von Sigma. Ja? Ja? Ja. Wähle die Eigenvektoren von Sigma als ONB. Ja? Ja, und dann habe ich da stehen 1/2 mal die Summe i gleich r plus 1. Naja, dann gilt natürlich, wenn ui gleich vi ist, ja, dann gilt natürlich Sigma vi ist gleich Lambda vi, ne, die Eigenwertgleichung. Dann kann ich das Lambda i aus dem Skalarprodukt rausziehen. Ja, und dann bleibt übrig das Skalarprodukt von ui mit sich selbst, das ist aber 1, ne, oder vi mit sich selbst, eine Orthonormalbasis. Also bleibt hier nur übrig Lambda i. Ja? Ja. Genau. Ja, was habe ich gezeigt? Genau das, was ich zeigen wollte. Ja, ich minimiere, das ER habe ich, wird minimal, genau dann, wenn die verbleibenden m-r Lambdas ungefähr 0 sind. Ja? Ja, also kann ich tatsächlich ja, anhand der Eigenwerte der Kovarianzmatrix entscheiden, ja, nach der Größenordnung der Eigenwerte der Kovarianzmatrix entscheiden, welche Hauptachsen oder welche Richtung ich vernachlässigen kann. Ja? Das war dann der Beweis. Hier schließe ich. Ne? Das ist das, was ich zeigen wollte. Ja?
Gut, dann habe ich schon eine allerletzte Folie zu der Anwendung der PCA. Einfach nur ein paar Stichpunkte. Ja, also Anwendungsbereich Bildverarbeitung. Ja, wen es interessiert, da kommen wir gleich zu. Ja? Also, das hatte ich ja schon ein bisschen gesagt. Ne? Bilder können als Pixelvektoren der Länge n aufgefasst werden und in eine m-kreuz-n-Matrix geschrieben werden. Das heißt, ich brauche einen Riesenhaufen an Bildern. Ne? M ist ja größer als n und naja, die Länge eines Bildes ist auch nicht zu vernachlässigen. Ne? Bild ist ja im Endeffekt eine Matrix. Ich mache aber aus der Matrix einen langen Vektor. Ne? Ja, ist also alles sehr schön rechenaufwendig. Ja, und jetzt will ich ja Bilder erkennen. Ne? Also erste Anwendung, habe ich ja gesagt, ist die Datenkompression, natürlich. Ja, jetzt kann ich ein neues Bild erstmal, wenn ich das Ganze jetzt gemacht habe, ne, wenn ich die R-verbleibenden Hauptachsen bestimmt habe, kann ich ein neues Bild in diesen Hauptachsenraum rein transformieren, projizieren, der natürlich viel niedriger dimensional ist als der ursprüngliche. Ne? Ja? Und dann habe ich also viel weniger Koordinaten als zuvor und benötige auch weniger Speicherplatz. Ne? Das heißt, in der PCA kann ich dann ein Bild leichter abspeichern. Ne? Ja, und mit einer Rücktransformation kann ich ja das Originalbild dann auch wieder erhalten. Ne? Ist ja schön, ne, dass die Eigenvektoren orthonormal sind, dadurch ist die Inverse gleich der transponierten. Ne? Ja, gut. Und das ist die eine Anwendung, Datenkompression. Das bezieht sich nicht nur auf Bilder. Ne? Das kann man für alles Mögliche machen. Ja, aber eine weitere wesentliche Anwendung ist die Gesichtserkennung. Ja, also ich möchte ja irgendwie bestimmen, ob ein neues Gesicht ähnlich zu einem Gesicht ist, das ich schon kenne. Ja? Das heißt, ich betrachte ja als Raum den Raum der Gesichtsbilder. So, und jetzt brauche ich einen Haufen an Gesichtsbildern. Ja, mache meine PCA, gelange in einen reduzierten, dimensionsreduzierten Raum. Ja. So, und jetzt habe ich ein neues Bild. Ja. Und ne, dieses neue Bild projiziere ich wieder in den Raum, der durch die R-verbleibenden Hauptachsen aufgespannt wird. Ja, ja, und bestimme dann ja, das Bild, das bekannte Bild aus der Trainingsmenge, das den kürzesten Abstand zu meinem neuen Bild hat, ne? In dem transformierten Raum. Ja? So. Und dann kann ich entscheiden, ne? Aha, ich kann das Bild diesem oder jenem Trainingspunkt zuordnen. Ja? Und dann kann ich entscheiden, aha, das ist Donald Trump. Ne? Gut, okay, in dem Fall. Weil bei einem Bild von dem wird der Rechner eh abschmieren, da braucht man keine PCR. Gut, aber so funktioniert es. Ne? Und wen es interessiert, ja, der kann sich das auch gerne mal im Internet angucken. Da gibt es eine Bilderdatenbank, die nennt sich Yale. Ja? Und die hatte ich auch damals bei dem Projekt empfohlen, was ich da in dem Wahlpflichtfach mir überlegt hatte. Ja? Hier ist die Webseite mal angegeben, ja, da findet ihr einen Haufen Gesichtsbilder, ja, die sind für jeden frei verfügbar und da kann man halt mit hantieren, die kann man sich abspeichern, ne, da gibt es auch ein Tool, was so Datentransformationen vornimmt, ne? Also das, es gibt ein Tool, was aus diesen JPEG-Dateien oder was auch immer das ist, PNG, eine Matrix macht, ja, also eine Textdatei, ne? Also ihr könnt die Bilder dann mit dem Tool als Matrix abspeichern, ne, bestehen aus Pixelvektoren, ja, und ja, und dann kann man dann halt schön mit PCA und so weiter auf diesen Bildern hantieren, ja, und man kann sich dann auch mal so ein Durchschnittsbild angucken, wie das dann aussieht, ziemlich lustig aus, das ist dann richtig, also verschwommen, ne, das Durchschnitt aus allen
aus allen Gesichtsbildern, die da reingehen, ne, kann man sich dann alles mal ausgeben lassen. Durch die Rücktransformation, ne, kann ich mir auch immer wieder ein Bild ausgeben lassen und ja, dann gibt es auch wieder ein Tool, was mir aus der Textdatei wieder eine JPEG oder PNG-Datei oder TIFF oder was das war, weiß ich nicht mehr. Ne, auf jeden Fall eine Bilddatei macht, die ich mir angucken kann. Ja? Ja? Okay, also werft da gerne mal einen Blick rein, ist ganz lustig, ganz schön. Kann man ziemlich einfach mit hantieren. Ja, okay. Das war das kleine bisschen, was ich euch über Numerik 1 erzählen wollte. Ist tatsächlich diesmal mehr gewesen als beim letzten Mal. Aber ich denke, es sind ein paar schöne Themen noch dazugekommen. Ne? Ja. Und ich hoffe, dass ich mein Ziel so ein bisschen erreicht habe, dass auch, auch euch Informatiker mal ein bisschen für die Mathematik begeistert habe. Klar, ne, man muss nicht jedes Detail immer verstehen, aber es ist doch ganz schön, ne, wenn ich einen Funktionsaufruf mache, ne, und ich weiß ein bisschen, was da passiert, ne, und verwende nicht alles immer nur als Blackbox. Ne, das ist ja blöd. Und immer werdet ihr irgendwelche Tools benutzen, die solche numerischen Verfahren machen. Ne, und darüber überhaupt nicht zu wissen, ist ja immer blöd. Ne. Ja, und ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen was gezeigt habe, dass ihr zumindest mal einen Eindruck habt, was alles so hinter diesen Tools dann auch steckt. Ja, ja, hier steht die Prüfungsphase an. Erstmal ist ja alles online. Gut, unsere Prüfungen sind ja zum Glück erst im zweiten Prüfungszeitraum. Da besteht ja noch die Hoffnung, dass wir sie in Präsenz wieder machen können, zumindest eine mündliche Prüfung zu dritt. Ich meine, wir haben ja auch auf der anderen Seite nicht umsonst die ganzen Corona-Konzepte ausgearbeitet. Und in C180 in meinem Büro hat das eigentlich immer wunderbar funktioniert. Da konnte man Abstand halten. Von mir zum Schluss haben wir auch Maske getragen. Ging auch. Und wir haben eine Kreidetafel, die Studenten benutzt haben. Klar, natürlich kann man nicht wie sonst immer Papier hin und her reichen. Das geht natürlich in der Situation nicht. Aber die Tafel, das bot sich wunderbar an und hat prima funktioniert. Ja, und C180 ist auch nicht zum Corona-Hotspot geworden. Insofern, ja. Hoffen wir mal, dass es für die München-Prüfung im März wieder klappt. Für die schriftlichen Prüfungen sehe ich natürlich schwarz. Okay, die Prüfungsphase ist übrigens verlängert worden. Also ist komplett von Februar bis März. Das heißt, ihr könnt auch gerne früher geprüft werden, wenn ihr wollt. Ne? Muss aber nicht sein. Ja, es gibt ja bestimmt einige von euch, die zum ersten Mal vielleicht eine München-Prüfung zumindest im Master machen, die auch hier an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg neu sind. Ein paar Stichworte zu den Prüfungen. Ja, es ist eine 30-minütige München-Prüfung. Ich mache das immer so, ihr könnt ein Lieblingsthema vorbereiten und mir in den ersten 10 Minuten mal was erzählen, was ihr so wollt. Natürlich sollte das richtig sein. Ne? Da könnt ihr jetzt schon mal was vorbereiten. Okay, ich warne direkt davor. Mit diesem Lieblingsthema hat man die Prüfung noch lange nicht bestanden. Eine Prüfung ist Fragen, Antworten. Ich mache das, um euch ein bisschen das Lampenfieber zu nehmen, damit ihr mal ein bisschen reinkommt in die Prüfung, damit ihr warm werdet, erstmal was erzählt, was ihr vorbereitet habt und nicht direkt vor eine Frage gestellt werdet, die ihr nicht beantworten könnt. Das ist so der Sinn der Sache. Aber bestanden habt ihr damit noch lange nicht. Ihr müsst mir zu jedem der 6 Kapitel und auch zu den meisten Unterkapiteln auf jeden Fall was sagen. Ja? So, ihr habt keinen Freiversuch, das ist diesmal nicht der Fall. Ja? Das heißt, wenn ihr nicht bestanden habt, zählt das. Ja? Aber ihr habt die Möglichkeit, vorher zurückzutreten. Ne? Es gibt die allerletzte Frage in der Prüfung, soll die Prüfung gewertet werden? Und dann könnt ihr noch entscheiden, ne? Je nachdem, wenn ihr den Eindruck habt, nee, ist nicht so dolle gelaufen, dann könnt ihr sagen, ich cancel das Ganze und dann wird die Prüfung nicht gewertet. Wenn ihr diese Frage aber mit Ja beantwortet, wird sie bewertet. Und wenn es eine 5 ist, ist es eine 5, dann seid ihr durchgefallen. Ne? Das ist der Unterschied zum letzten Mal. Wenn es dann beim letzten Mal eine 5 war, hat das nicht gezählt. Ne? Zumindest im ersten Versuch nicht. Ne? Ja, aber das ist jetzt auch nicht mehr so. Ne? Gut, ja, was noch? Ja, ich habe vor, wie immer, mache ich normalerweise in Präsenz, dann mache ich diesmal online, so 2-3 Wochen vom Prüfungszeitraum, also Ende Februar, schätze ich mal,
mache ich mal eine kleine zusätzliche Fragestunde im Hinblick auf die Prüfungen. Ja, und wäre auch schön, wenn ihr dann Fragen vorbereitet. Ne? Das soll kein Monolog von mir sein, sondern ein Dialog. Ne? Also bereitet da auch was vor. Ich schicke aber zu all dem, was ich gerade gesagt habe, euch auch nochmal eine E-Mail. Ne? Zu all den Informationen und der Termin für die Fragestunde wird auch rechtzeitig bekannt gegeben. Ja? Gut, ja, das war's soweit. Der Peter kommt noch auch mal zum Schluss nochmal ins Rampenlicht. Ja, ich möchte mich ganz herzlich beim Peter Becker bedanken, der mich die ganze Zeit über das Semester gefilmt hat, gestreamt hat. Ich durfte also sein Kamera-Equipment benutzen, deswegen war auch die Qualität auch der Videos so schön, so gut und ansehnlich. Und ja, vielen herzlichen Dank, Peter. Ja. Okay, ne, ich hoffe, ihr habt bei ihm auch alle lineare Optimierung gehört. Ne? Das passt ja auch gut zusammen in Kombination. Ich hatte tatsächlich lineare Optimierung auch als Teilkapitel in der Numerik damals. Ne, also sind auf jeden Fall verwandte Fächer. Und ja, gut, dann wünschen wir euch auf jeden Fall erstmal alles Gute für die Prüfungen, die jetzt anstehen. Ja, und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Entweder in Präsenz oder dann halt zu den Prüfungen in Numerik 1. Ja? Dann toi toi und bis bald. Malet Jod. Ja, alles Gute. Tschüss. Tschüss.